Hola und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns und somit natürlich zu einem neuen Video aus Mallorca. Und ja, wir befinden uns hier tatsächlich mittlerweile im Nordosten der Insel. Wir haben es tatsächlich ein bisschen weiter geschafft als Pollença. Und befinden uns hier gerade in dem kleinen traditionellen Städtchen Arta. Wir sind hier nämlich vorbeigefahren und dachten, wir halten hier einfach mal an und schauen uns das mal an. Ja, und Arta ist gar nicht mal so klein, mit 8000 Einwohnern. Und hier gibt es eine Sehenswürdigkeit, und zwar das San Salvador, eine Wallfahrtskirche aus dem 14. Jahrhundert, umgeben von Mauern, die aber im 19. Jahrhundert komplett neu rekonstruiert wurde. Und die thront hier auf dem Hügel mitten in Arta. Und ja, zieht auf jeden Fall viele Besucher an. Ja, obwohl aktuell noch gar nicht so viele Besucher hier sind, zumindest jetzt noch nicht. Und außerdem ist das Wasser, also das Meer, gar nicht so weit weg von hier. Das sind circa 9 Kilometer. Und von hier aus kann man richtig schöne Wandertouren starten. Von hier, also von hier von Arta, nach, ja, an die Küste sozusagen. Und ja, und außerdem wohnt Boris Becker hier in seiner ganz großen, dicken Villa, haben wir gelesen. Ganz wichtige wichtig. Info. Schöne Grüße. So, ja. Und wir machen uns auf den Weg jetzt hier durch Arta mit euch zusammen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Schauen. Also hier in Arta haben wir bis jetzt 2 Cafés gefunden, die richtig schön aussehen. Und also bis jetzt so hier auf der Insel, ja, die schönsten Cafés, definitiv. Sehr schön so hergerichtet. Ja, echt toll aus. Als wir in Solier waren, waren wir auch in so einem Café drin. Es war auch richtig schön, so künstlerisch angehaucht. Aber hier haben wir halt schon 2 gesehen mit so einem Garten hinten noch, der so richtig schön ausgebaut ist. Sieht toll aus. Mit einem Secret Garden. Mit einem Secret Garden, genau. So, weiter geht's. Für Ton, aber auch für Korbflechterei. Und ja, sowas findet man auf jeden Fall ganz, ganz viel hier. Thank you.
Pause. Da oben müssen wir noch hoch. So, wir steigen jetzt die Treppen hoch zum San Salvador. Und hört mal. Hier ist Stille. Hier sind wir fast die Einzigen. Hier ist echt nichts los. Man denkt ja so, okay, Attraktion, Sehenswürdigkeit. Aber ja, anders als beim Leuchtturm im letzten Video, ist hier wirklich nicht viel los. Nee. Ja. Relativ ruhig. Ja, aber es ist auch 18 Uhr schon, vielleicht deswegen. Oh. Wer weiß. Jana ist noch auf dem Weg. Die letzten Stufen nimmt sie noch mit. Und dann ja, stehen wir hier vor dem San Salvador, vor der Wallfahrtskirche. Und von hier oben hat man einen fantastischen Ausblick auf die gesamte Stadt. Sieht richtig toll aus. Ist euch mal aufgefallen, dass man in den Kirchen immer ganz leise redet? Ganz leise, man flüstert in Kirchen immer. Wir sind wieder zurück in Carlsson und ja, mittlerweile ist es auch schon 7:30. Die Sonne ja, geht jetzt gerade unter und ja, wir machen uns jetzt auf jeden Fall weiter und Flo erzählt euch nochmal ganz kurz, wie uns Arta gefallen hat. Also uns hat Arta eigentlich recht gut gefallen, definitiv. Es ist gar nicht so überlaufen von Touristen, wie wir eigentlich dachten. Also es war eigentlich recht wenig los. Ja. Ansonsten auf jeden Fall sehr schöne Cafés, sehr schöne Gässchen und oben auch der San Salvador, der Ausblick auf komplett Arta war schon schön. Ja, und auf jeden Fall fällt auf, dass das Städtchen sehr künstlerisch angehaucht ist. Genau, mit so ganz vielen kleinen ja, Korbgeschäften, aber auch Keramik und ja, richtig schöne künstlerisch ja, gestaltete Cafés, wie Flo schon gesagt hat, also ja, richtig schön. Also gemütlich, ganz klein, aber hat einen ganz besonderen ja, Flair. Genau, und wir machen uns auf den Weg jetzt und fahren die knapp, ich glaube 15 Minuten sind es, zum Wasser, zu einer Bucht und dann ja, melden wir uns von dort. Ah, die Sonne kommt nochmal durch. Melden wir uns von dort morgen früh auf jeden Fall. Und jetzt versuchen wir nochmal, die letzten Sonnenstrahlen auszunutzen und nochmal die Drohne fliegen zu lassen. Und nochmal Arta und San Salvador von oben zu sehen. Genau, wir fahren dann jetzt erstmal los und wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen vom Wasser, vom Meer. Genau, also.
Guten Morgen. Von der Cala Aguja. Wir haben heute Nacht hier geschlafen auf diesem riesengroßen Parkplatz. Und ja, Wetter ist auf jeden Fall Bombe. Wir sind auf dem Weg jetzt zum Strand, haben unsere Sachen gepackt, unser Frühstück hier vorbereitet, Strandsachen gepackt und werden uns erstmal eine Zeit lang an Sandstrand setzen, ein bisschen baden. Und auf diesem Parkplatz hier haben wir gerade eben, was heißt gerade eben, heute Morgen kam so ein Parkwächter hier an und meinte, ihr müsst bezahlen, weil es privat ist. Da vorne ist auch ein Tickethäuschen und wir haben jetzt 12,50 Euro bezahlt für den ganzen Tag von 9 Uhr bis 19.30 Uhr. Nachts ist hier kostenlos, weil nämlich die Saison hier auf diesem Parkplatz jedenfalls von, schon begonnen hat. Genau, von Mai bis Oktober. Ja, ist. Genau. So, und jetzt ist es auf jeden Fall richtig heiß hier und wir freuen uns auf einen kleinen Strandtag. Hatten wir nämlich schon lange nicht mehr. Ja, sehr lange nicht mehr. Und ich noch gar nicht, seitdem wir hier sind, um ehrlich zu sein. Das erste Mal auf Mallorca jetzt hier am Strand. Ja. So, wir sind gespannt, wie die Cala Aguja aussieht und nehmen euch auf jeden Fall mit. Das hier ist übrigens unser Frühstück heute. Wir haben uns heute einen leckeren, wobei wir müssen gucken, ob der lecker ist, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall einen Ananassalat mit Rucola und Sonnenblumenkern, Kürbiskern und Feta-Käse. Ja. Ah, da ist er, der Strand. Okay, das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Wir dachten, wir sitzen hier gleich schön romantisch, ganz alleine am menschenleeren Strand. Aber, tja, dem ist nicht so. Ja, so sieht's hier aus. Und es ist noch nicht mal eigentlich Hochsaison so richtig, aber der Strand ist proppevoll. Wir haben hier noch gerade so um 11 Uhr morgens ein Plätzchen gefunden. Ich würde sagen, wir essen unser Salat und gehen wieder zurück in Grasshorn. Da war ein bisschen ruhiger. Da war ruhiger auf jeden Fall. Genau. Aber ich denke mal, wir hüpfen auf jeden Fall noch mal ins Wasser, bevor wir gehen. Auf jeden Fall. So, wir haben uns kurz mal umgelegt. Jetzt ein bisschen hier hinten in die Ecke, weil es hier einfach ein bisschen windstiller ist. Und auch ein bisschen stressfreier. Vorne da an den Wasser war einfach zu laut und zu voll. Ja. So, wir sind wieder an Karlsson, an unserem Stellplatz hier. Ja, die Cala Aguja, definitiv richtig schönes Wasser, kristallklar. Am Anfang richtig kalt, und dass man drinnen bist und ein bisschen rumschwimmst und ein bisschen rumplanscht, dann wird es auch angenehm warm. Und aber ansonsten, der Strand proppevoll.
ja, ganz viele Leute auch, die da Musik mitnehmen und laut Musik hören, die jetzt schon ja, Bier getrunken haben. Man hat ab und zu mal auch so ein bisschen Alkoholfahnen gerochen, wenn man über den Strand gelaufen ist, also war nicht so schön. Wir haben auch gehört, dass Cala Rajada ist ja gleich hier eine Bucht weiter, dass das der Ballermann Teil 2 ist und ja, das merkt man definitiv, dass hier so ein bisschen diese Leute auch ja, Zeit verbringen. Mit morgens gleich Bier trinken und so weiter und so fort. Naja, gut. Jetzt sind wir hier in Karlsson, verbringen den Tag hier auf jeden Fall und dann geht's ja, morgen früh bei hier weiter. Wohin? Das erfahrt ihr nachher nochmal. Jetzt machen wir uns was zu essen und dann ja, mal gucken, was der Tag noch so bringt. So, wir haben jetzt Mittag gegessen und da heute so schönes Wetter ist, haben wir uns auf jeden Fall ein Eis verdient. Ja, im letzten Video habt ihr euch sicherlich gefragt, wo haben die beiden denn jetzt das Eis her? Und ja, seit ein paar Wochen haben wir einen Kühlschrank hier zum Testen in Karlsson. Und zwar ist das ein Zwei-Zonen-Kühlschrank. Das heißt, wir haben zwei Zonen, einmal zum Kühlen und einmal zum Frieren. Und wir können es halt unterschiedlich einstellen. Wir haben Temperaturen von minus 20 bis zu 10 Grad. Und wir können tatsächlich auch die Trennwand, die in dem Kühlschrank drin ist, rausnehmen und den Kühlschrank nur als Kühlschrank benutzen oder aber nur als Gefrierfach, was auch super praktisch ist. So, und jetzt essen wir mal das Lemon-Sorbet. Genau. Ja, aktuell betreiben wir den Kühlschrank von der Marke Filfor mit einer 12 ja, Zigarettenanzünderbuchse hier in Karlsson. Man kann aber auch mit 24 Volt den Kühlschrank betreiben oder aber auch ganz normal über den Haushaltsstrom. Und das ganz lange Kabel, nämlich 3,5 Meter, ist auch super praktisch. Dann können wir den Kühlschrank einfach hier draußen hinstellen. Der kühlt trotzdem weiter. Und ja, der läuft bei uns auf jeden Fall durchgehend. Und ja, auch nachts. Und der hat nur 45 Dezibel, das heißt auf jeden Fall sehr leise. Wir hören eigentlich kaum. Und das Gute ist halt, dass er mit einem Kompressor und einem Thermostat arbeitet. Das heißt, dass wenn die Temperatur erreicht ist, einfach der Kühlschrank sozusagen abschaltet und erst wieder angeht, wenn die Temperatur, glaube ich, 2 Grad Unterschied ist. Ist auf jeden Fall auch sehr energiesparend. Insgesamt haben wir hier ein Volumen von 35 Liter. Wir haben auf beiden Seiten Tragegriffe, einmal hier und einmal auf der anderen Seite. Das heißt, wir haben ganz praktisch diesen Kühlschrank hier zu zweit rausgetragen. Man kann ihn aber auch mit Hilfe der Rollen, hier sind die Rollen, ja, von hier aus wie ein Koffer hinter sich herziehen. Und hier nochmal das Bedienfeld, wo man die Temperaturen einstellen kann für beide Fächer. Einmal für das große Fach und einmal für das kleine Fach. Man kann den, wie gesagt, von plus 10 Grad bis minus 20 Grad runtergehen, getrennt voneinander. Hier ist der An-Ausschalter und hier ist das Zahnrad für weitere Einstellungen. Ah, schön. Das ist doch das Richtige bei dem Wetter, oder? Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch, wenn man dann Eis essen kann. Oh ja. Das konnten wir nämlich auf unserer letzten Reise in Griechenland nicht. Und wir haben immer davon geträumt und haben gedacht, oh, wäre das schön, wenn wir jetzt Eis hätten. Ja, und jetzt können wir uns einfach Eis kaufen, haben ein Gefrierfach und alles ist gut. Ja, ansonsten ist dazu noch zu sagen, dass der Deckel, was wir auch sehr praktisch finden, der ist nämlich abnehmbar und man kann ihn einfach umdrehen und an der anderen Seite befestigen. Ja, und dann geht er von hier aus auf.
Wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Kühlschrank und sind froh, dass wir jetzt endlich überall und jederzeit unser Eis essen können. Genau, und auf jeden Fall haben wir noch einen Code für euch. Nämlich mit diesem Code hier bekommt ihr 5% auf alle Produkte der Firma Fefor. Und in der Videobeschreibung findet ihr weitere Infos, auch den Link zu diesem Kühlschrank, den wir jetzt haben, aber auch zu allen weiteren Kühlschränken der Firma Fefor. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an die Firma Fefor für die Bereitstellung des Zwei-Zonen-Kühlschranks, den wir hier haben. Ja, genau. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Und jetzt ist das Eis auf jeden Fall auch schon leer. Ja. Wir haben es aufgefuttert. Und jetzt geht es hier auch weiter mit unserem Video. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen sonnigen Tag hier auf Mallorca. Wir sind schon ein Stück weitergefahren heute Morgen. Das heißt, wir befinden uns nicht mehr an der Cayo Agulla wie gestern, sondern ein Stück weiter im Norden. Also wir sind ein Stück weiter in den Norden gefahren und sind hier gerade an der Cala Mesquida. Mesquida, genau, gerade so. Eben noch wiederholt. Cayo Mesquida, genau. Es ist super schön hier. Und heute haben wir uns vorgenommen, endlich mal eine kleine Wanderung zu machen. Richtig, die Wanderung geht hier an der Küste entlang über so einen ganz kleinen Hügel zur nächstgelegenen Bucht, zur Cala Torta. Und von da aus kann man noch weiter runterlaufen, noch weitere Buchten sind dort zu entdecken und mal gucken, wie weit wir heute kommen, genau. Wie wir Lust haben. Wie weit wir das schaffen. Ja. Ja, auf jeden Fall nehmen wir euch natürlich wie immer dabei mit und wünschen euch ganz viel Spaß dabei. So, wandern. Los geht's. Schau mal, was da ist. Da vorne, seht ihr das? Der kleine weiße Punkt, das ist nämlich der nördlichste Punkt Mallorcas. Wer unser letztes Video gesehen hat, der müsste ganz genau wissen, wie das heißt. Genau. Aber Flo erinnert euch gerne daran. Den Namen kennen wir auf jeden Fall jetzt, und zwar Formentor. Cap Formentor. Genau, man kann es auf jeden Fall von hier aus sehen. Und ja. Wer unser Video noch nicht gesehen hat, dann unbedingt noch mal reinschauen. Wir verlinken das Video hier auf jeden Fall noch mal. So, wir gehen jetzt weiter in den Hügel hoch. Ja. Oh,
Wir haben es gleich geschafft. Die Calatorta ist hier hinter diesem Hügel. Und da wird gebadet. Puh. Wir sind angekommen an der Calatorta. Sitzen jetzt hier im warmen Sand, haben schon die Schuhe ausgezogen. Und ja, wir wissen auf jeden Fall, dass hier ganz viele kleine Buchten sind. Und da hinter dem Hügel ist noch eine weitere Bucht. Und wir gucken mal jetzt mit der Drohne gemeinsam mit euch, ob es sich lohnt, da noch weiter zu laufen, weil wir nämlich faul sind. Deswegen einmal die Drohne vorweg jagen, gucken, ob es sich lohnt, und dann schauen wir mal. Genau, schaut mal für uns, ob wir da nochmal rüber gehen sollen. Los geht's! So, wir sind wieder gelandet und ja, haben auch schon so ein bisschen geguckt und finden, dass die Bucht super schön aussieht, aber genauso wie hier, also eigentlich ist gar nicht so viel Unterschied, nur dass die andere Bucht kleiner ist. Und ja, wie fandet ihr das denn? Würdet ihr rübergehen oder würdet ihr hier bleiben? Schreibt doch mal in die Kommentare. Und ja, wir bleiben auf jeden Fall erstmal hier. Wir werden gleich nochmal ins Wasser hüpfen und uns ein bisschen abkühlen. Ja, denn wir müssen ja auch noch den ganzen Weg wieder zurückgehen. Genau. Und ja, den ersparen wir euch aber für heute. Und ja, beenden das Video hier an dieser Stelle und hoffen, es hat euch gefallen, mit uns hier durch den Nordosten der Insel zu reisen. Richtig, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, teilen, weitersagen. Und wenn ihr mögt, den Abonnieren-Button drücken, der ist kostenlos, der hilft uns, unterstützt uns. Und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie gesagt, folgt uns auch bei Instagram. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit neuen Abenteuern aus Mallorca. Bis dahin, alles Gute und wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und eine schöne Woche. Genau, und wir beide gehen jetzt baden. Ja. Tschüss. Tschüss. Come on.